Willkommen zurück zu Mass Effect 2. Ihr seht gerade, ich stehe hier oben an der Galaxiekarte, weil ich mal jetzt wirklich wahrgemacht habe, was ich eigentlich schon lange machen wollte. Nämlich offscreen vor der Aufnahme ein paar Planeten scannen, weil wegen Ressourcen und so. Und hier ja, sieht einiges zusammen. Da können wir eigentlich auch mal kurz gucken wegen Forschung. Wenn wir einmal hier gerade da sind, können wir das ja gleich machen. Waffen haben wir nix. Bringen wir was Tech-Schaden und Notfallschilde. Da haben wir kein Fass wieder unser gesamtes Platin-Vorkommen weg. Unsere ganzen Platin-Ressourcen. Egal. So, dann haben wir noch Tech-Schaden 5 von 5. Sehr schön. So, weiter im Text. Wir haben uns jetzt vorgenommen, nach Tuchanka zu fliegen, der Heimat der Kroganer. Wir haben eigentlich schon einiges vor. Wir haben jetzt noch die zwei Dingsmissionen hier auf Tuchanka. Dann haben wir noch die Absturzstelle der Normandy. Oh, Samara haben wir. Das hat man ja beinahe vergessen. Eieiei. Samara hat man ja beinahe vergessen auf Omega. Da haben wir noch die Absturzstelle der Normandy, FFL, SSR, SSV Normandy, SR1 oder wir. Normandy 1 halt, mein Gott. Dann haben wir hier noch Projekt Overlord in DLC. Dann haben wir hier unten noch Dr. Kensen retten. Dann hier die Feuergänger DLC. Dann haben wir auch noch. Also wie ihr seht, wir haben noch etliche Sachen vor uns, die wir machen können und auch wollen und auch werden. Aber ich überlege gerade, doch erst Samara oder doch erst. Ach, wir machen erst Tuchanka. Wir machen erst Tuchanka. So, die Planeten hier, die tun wir auch, weil die tue ich auch offscreen. Scannen, wir können sie uns natürlich mal kurz angucken, aber wie gesagt, scannen mache ich dann wieder offscreen. Ach komm, wir starten die Mission. Arschlecken. Also auf nach Tuchanka. Tuchanka, Bombardierungskrater, radioaktiver Schutt, die Atmung erschwerende Asche, Salzebene und stark basische Meere. Auf Tuchanka gedeiht fast nichts. Vor Jahrtausenden war das anders, da gab es unter dem Licht des F-Klasse-Sterns Aralak, ein Wort des Reiklans, das Auge des Zorns bedeutet, Leben in Hülle und Fülle. Baumähnliche Pflanzen gediehen in dichten Urwäldern, ihre Wurzeln entsprangen seichten, schlammigen Meeren. Doch dann wurde in einer evolutionären Hexenjagd Leben von Leben vernichtet. Die Kroganer entdeckten die Atomspaltung. Und schon bald darauf ging ihre Welt im nuklearen Feuer unter. Eine kleine Eiszeit mit nuklearen Wintertödern und noch die letzten Pflanzen. In den letzten Jahrhunderten sind viele Kroganer auf ihre Heimatwelt zurückgekehrt. Durch das reduzierte Rückstrahlvermögen des Planeten ist die Temperatur global gestiegen. Um die Hitze erträglich zu halten, wurde am Lagrange-Punkt L1 eine gewaltige Plane angebracht. Sie wird von der Ratsmission zur Durchsetzung der Entmilitarisierung, kurz RMDE, instand gehalten. Die auf Kampfstation im Orbit stationiert ist. Bla 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 bla. Also landen. 2,1 Milliarden Kroganer. Das ist ordentlich. Fast so viel wie China Einwohner hat. Ich glaube, China hat nur die Hälfte, wenn mich nicht alles täuscht. Mehr Kroganer als Chinesen. Eieiei. So, Talia haben wir jetzt auch loyal, das erfreut uns natürlich zutiefst. Ich überlege noch gerade, welche Mission wir zuerst machen. Machen wir erst Grunt oder machen wir erst Morden? Ach, machen wir erst Morden. Und zu Morden nehmen wir noch mit. Wir nehmen wir noch mit. Ach komm, nehmen wir Said mit. Den haben wir schon lange nicht mehr mitgehabt, die Musik. Ja. Können genug ein paar Punkte verteilen. Genie oder Gelehrter? Ach, mach mal Gelehrter. So, haben wir noch Neuralschock. Ja, haben wir dann noch ein paar Punkte. Isaid kann man auch einiges machen. Haben wir hier Betäubungsschuss voll?
Machen wir den verbesserten. Was haben wir hier? Warlord oder Spezialeinheit? Würde ich sagen, Waffenschaden. Plus 50. Plus 50%, das ist ordentlich. So, und die restlichen Punkte heben wir uns mal auf. Gut. Zum Mording können wir noch wieder die Locust verpassen. Das machen wir natürlich auch. Und dann würde ich sagen, landen wir auf Tuchanka. Sieht auch alles sehr einladend aus, muss ich sagen. Tuchanka. Ach ja, gucke an. Die zwei kann man doch noch. Was habe ich dir gesagt? Halt stehen bleiben, Alien. Sind Sie Shepard von der Normandie? Halt zu die Schnauze da unten. Täusche ich mich? Oder mögen mich die anderen Kroganer nicht? Es gibt gewisse Bedenken, dass ich eine Nicht-Kroganer mitgebracht habe. Wenn Sie Arbeit suchen, sind Sie auf dem falschen Land. Die zwei hier, die Asari oder Kroganer von Ilium. Der Kroganer, der hier doch so anschmachtungsvoll die Asari-Tante zugedichtet hat. Die zwei sind das hier. Gut, aber hier der Overcaptain will mit uns reden. Der Clanführer will mit Ihnen sprechen. Reden Sie bald mit ihm, Amy. Sollten wir beschließen, dass Sie nicht willkommen sind, werden Sie das kurz vor Ihrem Tod noch erfahren. Sehr freundlich. Ja, dann auf geht's, ne? Eines Tages kommen wir von diesem Felsbrocken runter und zeigen den Turianern, wer der Boss ist. Die Chiffrierung der Berichte des Erdnard-Clans ist simpel. Beim Commander der Kundschafter ist von einem gefangenen Salarianer die Rede. Ja, mehr wollten wir doch gar nicht wissen. Also Gespräch mit dem Kundschafter oder dem Anführer. Beides ist akzeptabel. Außerdem konnte ich keine hiesigen medizinischen Unterlagen einsehen. Ich schlage vor, den Clan... Warst du da, als das Lager der Frauen letzte Woche die Kinder rübergeschickt hat? Nein. Ich hab... Ja, mein Händler. Sie wollen nichts von meiner Ware. Grüße, Mensch. Mein Name ist Raj. Sehen Sie sich doch mal meine Waren an. Jeder, mit dem ich rede, findet es furchtbar, dass Aliens bei den Erdnut sind. Außer Ihnen. Ich kann mir den Luxus nicht leisten, zahlende Kunden zu verprellen. Ich mache genug Außenweltgeschäfte, um zu wissen, dass Aliens wie Sie mehr Credits haben als die Leute hier. Das ist so gut zu wissen. Was haben Sie auf Lager? Größtenteils Lebensmittel und Getränke, die für Menschen giftig sind. Grünkohl ist hier sehr beliebt. Aber spielen Sie nicht den Harten. Es würde Sie innerlich zerreißen. Außerdem habe ich noch Waffen, Altmetall und Nahrungsmittel, sofern die Pijacks sie nicht gestohlen haben. Viel ist nicht übrig. Schauen Sie sich ruhig in meinem Kiosk da drüben um, wenn Sie etwas kaufen möchten. Hat wohl Probleme mit den Pijacks, das kann man ändern. Ich bin ein guter Schütze. Ich könnte Ihnen vielleicht mit den Pijacks behilflich sein. Nur zu. Mit der Konsole da draußen können Sie die Geschütze kontrollieren. Hockt sich frech davor. Wenn Sie die Pijack-Population dezimieren, gebe ich Ihnen einen Rabatt. Viel Glück dabei. Das klingt doch gut. Ich muss gehen. Wie Sie wollen. Pijacks erledigen. Das machen wir auch mal direkt. Eines der Kinder. Jahre bis zum Ritus, schätze ich. Ich glaube, es hatte meine Augen. Vorsicht, Mensch! Ja, hier war mal ein Verteidigungsgeschützsteuerung. Ist so ein kleines Minigame. Ist das Tauben da hinten oder Hühner? Tatsache. Mal sehen, was der Mensch drauf hat. Mehr als du denkst. Töten sie für Reg. Ach, das ist mit Maussteuerung, mit Tastatursteuerung, genau. Weißt du, das wollen wir die ganzen Pijacks abschießen, die sich hier ranschleichen aus allen Ecken. Ihr seht auch, man muss mit dem Kreis nicht genau draufziehen. Es reicht, wenn die Rakete in der Nähe explodiert. Unten haben wir auch einen Balken, wie viel vom Nahrungsmittelhaufen noch übrig ist. Und ich glaube, die ganze Angelegenheit geht über 3 Runden, wenn ich mich nicht komplett irre.
so Mistvieh. Na komm. So, da ist der letzte für die Runde. Wie die quietschen, ey. Wie so eine Quietscheente. Als sind es 15 Stück, die wir abschießen müssen. Na, kommt raus. Das war der erste. Das ist der zweite. Die kommen auch von Runde zu Runde schneller, die Viecher. Ich hab's auch schon ein paar Mal gehabt, dass mir welche durchgefleucht sind. Wie zum Beispiel, er könnte durchkommen. Ne, wir haben noch erwischt. Da haben wir beide weggehauen mit einer Rakete. Sehr schön. Oh, das sind die nächsten zwei. Jetzt wird's da kritisch. Gerade so. Vielleicht schaffe ich es jetzt mal in der Aufnahme sogar, dass kein Peitschek durchkommt. Das wäre natürlich 18 Stück jetzt. Jetzt wird es lustig. 18 Stück und 20 Raketen. Das könnte interessant werden. Das ist eine knappe Geschichte. Seht ihr auch, wie schnell die Mistviecher hier ankommen? Wieder zwei mit einem Schuss. Na kommt. 10 Stück noch. Ah, scheiße. Ist der Dorsch aber noch getroffen? Ich glaube fast, wir haben noch getroffen sogar. Sehr schön. Da hätten wir auch noch warten können. Und es ist tatsächlich mal kein Peitschek durchkommen. Das könnte sogar bei mir eine Premiere. Nice. Sehr schön. Ich sag mal so, es macht zwar keinen. Soweit ich es mitbekomme, keinen Unterschied, ob da mal 1, 2 durchkommen oder nicht, aber. Hey, es ist gut fürs Ego. Das Kind, mein Sohn. Wir haben Paranormal gespielt. Ich hab die App. Der Anblick, wie dieses Ungeziefer in der Hitze der Explosion röstet. Einfach großartig, echt wahr. Wem's gefällt? Es hat großen Spaß gemacht. Dann machen Sie doch weiter. Wenn Sie auf Gewalt stehen, finden Sie da draußen noch jede Menge Pijacks. Ich gebe Ihnen einen Rabatt in meinem Geschäft. Sie kriegen alles zum Einkaufspreis. Sehr großzügig. Wie Sie wollen. Was haben wir, ein Pijack vielleicht? Kostet gar nichts, kriegt man viel. Da haben wir noch Munition für schwere Waffen. Kaufen. Das nehme ich mit. Stabilisierungshandschuhe. Ölenschild um 5%. Auch nehmen wir mit. Todesmaske. Erhöht Verhandlungsbonus um 10%. Asymmetrischer Verteidigungsschild. Erhöht Gesundheit um 5. Und Schild. Gott, erhöht Schilde nochmal um 5. Ja, und schon nochmal alles leer gekauft. Oh, das Peitschek, vielleicht kann man den Knaben hier geben, dem Warren. Hier, probier das mal. Da folgt er uns hier in dem Lager nämlich. Sieht aus, als hätte Erz endlich jemanden gefunden, dem er hinterher trotten kann. Weil mit dem Knaben können wir nämlich hier auf Duchanga ein bisschen Geld verdienen. Soll ich den Frauenclan um das Recht der Elternschaft bitten? Na komm. Wozu sich mit Politik rumärgern? Du weißt, dass du. Wir haben unser nächstes Haustier. Yeah, yeah. Aber der rennt leider noch hier auf der Junker rum. Den können wir also nicht mitnehmen. So, dann können wir nämlich hier mit dem Knaben Grubenkämpfe machen, wenn dann Fraps nicht rumschwimmen wird. Ich glaube, ich habe es halt ein bisschen übertrieben mit den Aufnahmen. Weil ich habe halt früh zwei Folgen Naruto aufgenommen, dann noch eine Folge Load und jetzt noch Mass Effect. Ich glaube, das ist einfach zu viel für einen RAM. Der RAM darf da mehr als voll sein. Da ich ja alles gleich gerendert habe. Aber wir probieren mal, ob wir es noch durchkriegen, ja? Wir probieren es einfach. Wird schon schief gehen, ne? Wie viel? Ich habe seit einer Ewigkeit nicht auf Hundekämpfe gewettet. Das gefällt mir nicht. Kein Buchmacher. Nur ein Terminal. Das menschliche Element geht total den Bach um. Ich setze 5 auf den hässlichen mit dem debilen Blick.
Langsame Hunde sind die härteren Kämpfer. So, wir können nämlich hier auch das Wetten machen. Durch eine ordentliche Summe, Mensch. Da können wir nämlich auch auf unseren Knaben hier wetten, auf Earls. Können wir 500 Credits setzen, das machen wir jetzt auch. Auf Earls wetten. Ja, wie zu erwarten war, hat Earls gewonnen. Ja, und so machen wir keinen Profit. Wir geben 500 Credits rein, erhalten 500. Wahnsinn. Das Spiel ist eindeutig nicht auf Profit ausgelegt. Finde ich nicht in Ordnung. So, fängt sich Fraps oder fängt sich Fraps nicht? Das ist die Frage. So, aber wir wollen zum Clanführer, den man auch kennen. Halt. Sie müssen warten, bis der Clanführer Sie zu sich ruft. Er hat gerade... Es ist ein alter Bekannter. Sie wissen, was die Tradition verlangt. Der Erdnord-Clan muss reagieren. Ihre Reformen werden auf Widerstand stoßen. Sie riskieren es, zu einem kritischen Zeitpunkt schwach zu erscheinen. Reicht das? Rex, der alte Haudegen. Atomis Oberkommando. Ich dachte... Shepard, mein Freund. Für einen Toten sehen Sie erstaunlich gut aus, Shepard. Ich hätte wissen müssen, dass das Nichts Sie nicht halten kann. Dass Sie mir bei der Vernichtung von Saren und den Geth geholfen haben, hat sich anscheinend für Sie ausgezahlt. Zum Glück mussten wir uns auf Würmer nicht gegenseitig umbringen. Ha! Sie haben den Aufstieg von Erdnard erst möglich gemacht. Würmeier war der Wendepunkt für die Kroganer. Auch wenn nicht jeder glücklich darüber war. Wie er zum Beispiel. Die Zerstörung von Sarens Genophage-Heilmittel hat uns von seinem Einfluss befreit. Ich habe das dazu benutzt, die Clans unter Erdnard zu vereinen. Sie haben viele Traditionen verletzt, um ihren Willen durchzusetzen. Das ist gefährlich. Sie reden nur, wenn Sie gefragt werden, Uwenk. Ich führe Ihren Clan zu Ruhm und Ehre, ob ihm das nun passt oder nicht. Ja, Shepard, da lachst du, ja? Also, Shepard, was führt Sie hierher? Wie geht's der Normandy? Zerstört bei einem Überraschungsangriff der Kollektoren. Mich hat's dabei zerlegt. Dafür sehen Sie aber gut aus. Das sind eben die Vorteile eines redundanten Nervensystems. Naja, Menschen haben sowas nicht. Oh, dann war es bestimmt sehr schmerzhaft. Aber nun stehen Sie vor mir und haben ein starkes neues Schiff. Das erinnert mich an die alten Zeiten. Wir gegen das Unbekannte und mit großen Knarren haben wir es erlegt. Es waren gute Zeiten. Da wird man ja gerade sentimental. Gut, aber wir wollen ja wissen wegen Salarianer und Bloodpack. Ich suche einen Salarianer. Er wurde vom Bloodpack gefangen genommen und hierher gebracht. Mein Kundschafter-Commander kann Ihnen weiterhelfen. Er ist vermutlich in der Nähe und führt eine Zielübung durch. Da waren wir vorhin schon. Beanspruchen Sie ihn nicht zu lange. Ich muss die anderen Clans unter ständiger Beobachtung halten. Alles klar. Ich muss gehen. Wir besprechen das ein andermal. Passen Sie auf sich auf, Shepard. Tuchanka ist nicht so sicher und gemütlich wie Pharos und Ilos. Ach, Ilos war doch chillig, Junge. So, aber vorher gehen wir noch zu einem anderen Händler, der sich hier oben befindet. Mein Baron ist hungrig. Was redet man mit ihm noch? Nichts anfassen. Sehe ich aus, als hätte ich Zeit für einen Plausch? Ich muss arbeiten. Die Idioten haben dieses Tonka ohne Ansaugstutzen aus einem Gefecht zurückgebracht. Er wurde ihnen angeblich im Feld weggeschossen. Verraten Sie mir mal, wie ein Tonka ohne Ansaugstutzen laufen soll. Gar nicht. Ich gehe raus ins Feld. Wenn ich einen Ansaugstutzen sehe, bringe ich ihn mit. Das würde mir einen Haufen Arbeit sparen. Vielleicht brächte es sogar mein sonniges Gemüt zurück. Ich gehe Ihnen mal aus dem Weg. Tun Sie mir bloß keinen Gefallen. Kroganer und sonniges Gemüt, ist klar. Kroganer mussten Genophage ertragen, Nuklearangriffe, Bürgerkriege und haben überlebt. Witzen du, ja? Beeindruckend, dass sich Lebensformen anpassen. Immer wieder, trotz der Umstände. Stress, Junge? Jo. Freund. Das war ihr Bitch-Step in your face.
Was machen Sie denn? Wer sind Sie? Ich bin Fortek, oberster Forscher aller Wissenschaften für den Erdnot-Clan. Und ich habe keine Zeit für Ihre stümperhaften Fragen. Ich werde Ihre wertvolle Zeit nicht lange in Anspruch nehmen. Meine Arbeit ist in der Tat überaus wichtig, Mensch. Natürlich ist sie das. Ich bin sehr wissbegierig. Ich habe schon viel über die Genialität der kroganischen Wissenschaft gehört. Schleimer. Endlich versteht es mal jemand. Ich schwöre, ich bin hier mitten unter hirnlosen Pijacks. Tummle mich unter Wilden. Dabei bin ich der oberste Forscher. Sie arbeiten sicher an etwas ungemein Bedeutendem. Ich war dabei, die größte und beste Angriffswaffe aller Zeiten zu bauen. Der Planet hätte gebebt. Aber der neue Clanführer vergeudet meine Zeit mit banalen Forschungsaufträgen. Genmanipuliertes Getreide, medizinische Neuerungen. Das Zeug können wir doch von den Salarianern kaufen. Die Salarianer haben die Genophage entwickelt. Das habe ich auch schon gehört. Und dennoch trauen sie ihnen, wenn es um Medizin und Landwirtschaft geht? Na klar. Was sollten uns die Salarianer jetzt noch antun? Unfruchtbarer können wir nicht werden. Das heißt, Moment, vergessen Sie es. Sie sind wohl ein Wissenschaftler. Ich war mal ein Wissenschaftler. Ich habe Waffen entworfen. Heute verschwende ich meine Genialität an Banalitäten, an Dinge, die nicht explodieren. Oh. Mein Vorgänger meinte, dass niemand den wahren Wert meiner Arbeit begreifen würde. Schon als ich meine Klinge aus seiner Brust zog, wusste ich, dass er die Wahrheit gesagt hatte. Na gut. Viel Spaß bei Ihrer Forschungsarbeit. Ja, ja, gehen Sie weiter. So, also gucken, was er hier noch so hat hier. Sturmgewehrschaden mitnehmen. Das ist wertvoll. Biotischer Schaden mitnehmen. Schwere Pistolenschaden mitnehmen. Und Schrotflintenschaden auch noch mitnehmen. Und schon haben wir hier auf Tuchanka alles leer gekauft. Und haben sogar noch Credits über. Wahnsinn. Gut, dann reden wir mal mit dem Kundschafter. Woher kennt er meinen Namen? Was wollen Sie, Mensch? Sie brauchen zu viel Platz. Ich suche einen Salarianer. Das Bloodpack hat ihn gefangen genommen und er wurde zuletzt hier in der Gegend gesehen. Ich habe von dem Salarianer gehört. Armer Kerl. Wenn's das Bloodpack war, dann hat ihn jetzt der Werelock-Clan. Ich habe einen meiner Kundschafter hingeschickt, um die Sache zu überprüfen, aber er kam nie zurück. Vermutlich haben sie ihn auch erwischt. Der Chief hat gesagt, ich soll ihn einen der Trucks geben. Folgen Sie einfach dem Highway bis zu Werelocks Basis, wenn Sie den Mumm haben, gegen ihn und das Bloodpack anzutreten. Sie schon. Sonst wären wir ja nicht hier. Sonst wären wir doch nicht hier gelandet und würden das versuchen, hä? Autsch. Na komm, lad schneller. So, bleiben bei dem Team, was wir jetzt genommen haben. Auf alle Fälle tun wir nicht großartig was anderes. Das sieht alles ein bisschen zerstört aus. Gut, dann würde ich auch sagen, machen wir jetzt an der Stelle erstmal Schluss. Wird jetzt wieder eine kürzere Folge, aber... Dafür können wir uns dann die nächste Folge komplett auf die Mission konzentrieren. Deshalb würde ich sagen, an der Stelle mach mal einen Cut und ich bedanke mich immer recht herzlich fürs Zusehen und ja, wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, ciao ciao.